Chat, wie hieß dieses Spiel, wo man Orte anhand der Umgebung erraten muss? Geo. Ist das cool? Bruder. Bruder, der ist bodenlos. Digga, der ist wirklich aber anders bodenlos, Mann. Okay. Wir spielen jetzt hier Geogesser oder wie die Scheiße heißt. Bruder, machen wir dieses Famous Cities? Okay, play. Okay, also das ist ja eigentlich, würde ich sagen, also relativ easy. Alleine schon wegen den Dings. Ey, Bruder, da steht doch England drauf. Was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Hallo? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist das für ein scheiß Spiel, Digga? UK, Bruder, hallo? Okay, also, das ist England, ist es klar. Die Frage ist jetzt bloß, wo ist das? Und ich würde sagen, Famous City ist ja klar. Digga, wo bin ich denn hier gelandet? Ich würde sagen, das ist London. Und wir machen einfach Stadtzentrum London. Jalla. Hä? Ja, Bruder, 927 Meter entfernt, Alter. Das ist doch der Profi, Bruder. Hallo? Das war doch der Profi. Wie random. Nee, Bruder, das Spiel heißt Famous City. Das ist England, Digga. Das ist doch klar, dass das dann London ist. Ja. Geht um die Entfernung. Ja, aber war doch trotzdem gut. Oder war es jetzt ein schlechtes Ergebnis? Digga, ist das jetzt ernst? Da steht doch sogar Sydney drauf, Bruder. Von was war denn die Hauptstadt? Wo war es? Das war noch was? Australien, Digga? Also es ist ja erlaubt, ein bisschen rumzugucken, richtig? Man darf ja hier sich bewegen. Oha, hier ist die teure Shopping-Mall. Chanel, Bruder, oha, da will ich hin. Wo ist der Gucci-Mucci, Digga? Hermes, Digga. Das ist so teuer, die Scheiße. Das sind die teuersten Handtaschen aller Zeiten, Digga. Und die stehen da alle, ja, Bruder. Da kostet eine Handtasche, Bruder, 30, 40, 50, 200.000 Euro. Bruder, aber hier ist auch wieder diese Flagge. Gucci, ja, Bruder, beste. Guck mal, hier ist auch wieder diese Flagge. Aber Bruder, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Warte mal, in welche... Und wenn mich nicht alles täuscht, na gut, die Frage ist natürlich wieder, welche Richtung? So rum? Ach, das ist eine Einbahnstraße. Nevermind. Boah, schwierig, Digga. Die Flaggen sind halt... Warte mal, wir gehen mal ein Stückchen weiter. Aha, okay, hier haben wir den normalen Straßenverkehr. Und hier sehen... Das könnte sogar, Digga... Hart auf hart. Das könnte auch theoretisch gesehen noch England sein. Hallo, Bruder, wo bin ich denn jetzt hin? Bruder, hier stand doch noch eben Bus. Die Leute, die dieses Lost Emote reinspammen, bitte Timer und Chat, weil das ist so immer indirekt, ob man richtig liegt oder falsch liegt. Ich glaube, das sollte eigentlich jedem verständlich sein. Bruder, ich will jetzt hier einmal zu dem Bus gehen. Kingsford. Also ich sage, das ist Sydney, Innenstadt. Da, scheiß drauf, Digga. 3,1 Kilometer entfernt, Bruder. Ist das gut? Das ist doch gut, oder? Aber die gelben Kennzeichen unter Linksverkehr haben eigentlich bestätigt, dass Australien ist. Bio Company, okay. Wait a minute. Ist auf jeden Fall Deutschland, das sieht man sofort. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Ja, Bruder, ich bin der Meinung, ich kenne den Laden, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. One-Up-Graffiti. Also lustigerweise anhand der Graffitis kann ich euch schon sagen, wo das ist. Aber nicht anhand des One-Up-Graffitis, weil One-Up ist sehr viel in Deutschland natürlich vertreten. Da müssen wir nochmal weiter in die Katakomben gehen. So, sind hier noch Graffitis? Die sagen mir jetzt gerade nichts. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Ich muss Graffitis sichten. Der erste Gedanke, als allererstes habe ich gedacht, das wäre Köln. Müssen wir mal. Aha. Digga, wieso ist denn da ein Eng? Also ich würde anhand der Graffitis hundertprozentig sagen, dass das nicht Hamburg ist. Kann man auch rauszoomen? Nee, man kann nicht weit rauszoomen. Es ist auf jeden Fall, ja, ihr lacht, aber ich kann, also Bruder, ich habe, wenn das jetzt Hamburg gewesen wäre, was es nicht ist, dann hätte das anhand, also ich erkenne das anhand der Graffitis. Und da, also ich hätte das sofort gewusst, hätte ich ein, zwei Brücken geguckt, Graffitis gesehen, hätte ich die Namen gesehen, der Graffiti-Sprüher, dann hätte ich gewusst, ob es Hamburg ist oder nicht. Ich will mal kurz ein bisschen weiter gucken. Ist ja erlaubt. Es ist ja erlaubt, weiter zu gucken. Also was ich hier sehe ist,
Straßenbahn. Oha. Aha. Interessant. Interessant. Straßenschild. Und ich... Galeria Kaufhof, das interessiert mich auch nicht. Ja, entweder fliege ich jetzt auf die Fresse. Ja, ich war, Bruder, in vielen Hauptstädten in Deutschland war ich auch nur einmalig und das ist gefühlt sehr, sehr lange her. Das war mit dem Wohnmobil meiner Großeltern. Ich glaube, dass es Berlin ist, Digga. Und ich gehe nach meinem Bauchgefühl und ich scheiße darauf, auch wenn ich falsch liege. Jalla. Ja. Wichtig und richtig. 714 Meter entfernt. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist oder nicht, ist mir auch egal. So. Okay. Erstmal Straße. Pflanzen. Also anhand der Autos sieht man sofort, das erkennt man halt einfach, dass es nicht Deutschland ist. Das ist nicht Deutschland. Das ist schon mal klar wie Kloßbrühe. Man sieht Berge im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall irgendwo unten im Süden. Mein erster Gedanke ist... Ich habe noch keinen ersten Gedanken. Der Verkehr ist aber meines Wissens... Warte mal, jetzt bin ich jetzt auf dem Schlauch. Normal würden wir in die Richtung fahren, da wird der Gegenverkehr kommen. Wenn wir so umdrehen, dann würde man in die Richtung fahren und hier wird der Gegenverkehr. Okay, das auch wieder. Wieder. Hier, Herr Bruder. Gut, dann haben wir es auch gelöst. Aber ich hätte, nachdem ich das hier gesehen habe, auch... in die Richtung gedacht, weil es auch wieder Linksverkehr ist und es gibt nur wenig Orte, wo Linksverkehr ist. Kapstadt war doch aber in Afrika, oder nicht? Kapstadt doch muss sein. Oder stehe ich jetzt auf Schlau? Doch, doch. Ist nur Europa? Ist das nur in Europa? Ah, warte mal. Nicht hier gucken. Ja, Bruder, wenn ihr das reinschreibt, hallo, dann wer hat das geschrieben? Okay, Kieskauer, dann, Moment. Okay, erstmal Kieskauer, wie im letzten Spiel auch, kann die Schnauze nicht halten. So, also nochmal. Wo ist Kapstadt? Bruder, wo ist aber auch die Nadel im Heuhaufen hin? Entweder stehe ich voll auf dem Schlauch gerade und Kapstadt ist nicht in Afrika, aber ich bin mir zu 99,9% eigentlich sicher, Digga. Weil so ein bisschen sollte man das ja eigentlich auch wissen. Kann aber auch sein, dass ich jetzt hier gerade voll auf dem Schlauch stehe. Normalerweise müsste das doch auch zu sehen sein, Digga. Ich gucke jetzt auch nicht auf den Chat, weil ich habe immer keine Lust, mich zu verunsichern zu lassen. Das war jetzt Tansania. Da hatte ein kleiner Funfact. Tansania. Damals meine Schule hatte eine, wie nennt man das? Eine Partnerschaft, heißt nicht. Wenn Schulen zusammen mit einer anderen Schule im anderen Land so eine Art Partnerschule, genau. Wir hatten damals eine Partnerschule in Kapstadt. In Kapstadt sag ich schon, in Tansania. Kann ich das hier größer machen? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, wo Kapstadt ist. Das muss ich wirklich zu meiner Schande sagen. Deswegen suche ich gerade die Nadel im Heuhaufen. Und finde es natürlich jetzt auch nicht. Ist das hier? Cape Town? Ich glaube. Ja, gut. Dann habe ich es doch, Digga. Deswegen habe ich es nicht gefunden, weil es nicht auf Deutsch da stand, Digga. Schmutz. Ich hab's gerade noch gesagt, ich bin der Meinung, es ist weiter unten. Gut. Gut Ding will Weile haben. Weiter geht's. Oh. Mhm. Oder das wird jetzt peinlich. Das wird jetzt peinlich, weil, also natürlich wissen wir, in welche Richtung das geht, aber, hey! Wir wissen natürlich alle, in welche Richtung das geht. Ich würde jetzt aus dem ersten Bauchgefühl sagen, dass das Tokio ist, aber Bruder, in der Region käme ich auch gar nicht aus, auch von der Optik jetzt her. Vielleicht finden wir ein, zwei kleine Hinweise noch, Straßenschilder und so. Ey, wieso kann ich denn hier nicht weitergehen? Hallo? Ey! Ah. Ja, Bruder, also ich sag so, die Schrift hilft mir jetzt auch nicht unbedingt so weiter. Also das Quiz heißt ja Famous Cities. Deswegen kann man da ja vielleicht den Kreis ein bisschen einengen. Wobei, Tokio ist ja eigentlich so eine Riesenstadt. Und das sieht mir jetzt zumindest nicht nach Tokio aus. Wir gehen mal kurz in die Karte und gucken mal, was da so auf der Ecke ist. Okay? Singapur könnte es auch sein. Bruder, da muss ich wirklich raten. Weil das sieht für mich jetzt so... Es kann ja theoretisch gesehen alles sein. Also zumindest für meinen Begriff. Der Spieler ist berühmte Städte. Aber jetzt so, erstes Bauchgefühl war halt Tokio, weil Tokio ist halt sehr berühmt, ne? Aber es sieht mir halt hier jetzt nicht nach Tokio aus, Digga.
Zumindest in meinen Vorstellungen war Tokio wesentlich größer und hatte wesentlich mehr Wolkenkratzer. Wisst ihr, wie ich meine? Nur mal so als Frage, ohne jetzt einen Tipp zu bekommen. Hättet ihr das auf Anhieb gewusst? Snack schreibt ja, Big Mac auch ja. Ja, Alter, Bruder, jetzt ja zu schreiben ist ja sowieso immer. Big Mac, ich habe mein Handy hier und ich drehe es. Ah, warte, wie kann ich das denn beweisen? Moment. So, du siehst, hier ist das Display. Ich drehe es mit dem Display nach unten. Plus, ich packe mein Unterhemd drüber. Ich kann jetzt nichts sehen. Und jetzt, du schreibst mir jetzt deine Lösung. Du schreibst jetzt deine Lösung. Ich habe die beiden Hände hier. Meine eine Hand ist an der Maus. Also, ich sehe es nicht. Und ich will nur wissen, ob du es richtig hast. WhatsApp-Web ist offen. Ja, genau. WhatsApp-Web ist offen. Richtig. Also wäre ein bisschen verdächtig, wenn ich es jetzt dann auf Anhieb direkt... Ich will nur wissen, ob Big Mac nur so ja geschrieben hat oder es wirklich weiß. Ja, ich, Bruder, also in diesen Ländern war ich natürlich noch nie und bin da jetzt auch nicht so... Also, ja, das ist jetzt raten, Digga. Bruder, das wäre ein Mäuschenmeier. Bruder, ich sag Thailand, scheiß drauf. Ja, Bruder, okay. Wo sehe ich es jetzt? Nordkorea wäre es gewesen, Digga. Ja, gut, okay. Ich war auf der Ecke in Ordnung. So, und jetzt gucke ich. Ich hätte auch Tokio gesagt. Ah. Ja, Bruder, hätte ich auch gesagt. Ja, war mein erster Instinkt. Suil oder Seoul stand auf dem Schild. Das Schlimme ist, Digga, ich bin ganz ehrlich, ich kenne die Stadt auch gar nicht, Bruder. Ich hätte, selbst hätte ich das auf dem Schild gesehen, ich hätte es nicht erkannt. Famous Places. Sind das auch 5 Stück? Ah, Bruder, 5 Stück, okay. Da bin ich ganz schlecht drin. Wallah, da bin ich ganz schlecht drin. Gucken wir erstmal. Nur 5 Minuten Zeit? Ne, dann gehen wir raus, Digga. Auf Zeitdruck will ich da gar nicht rein. Hallo. Warum war das jetzt 5 Minuten? Muss ich jetzt bezahlen dafür? Ach, Bruder, ich muss jetzt dafür bezahlen. Ja, dann scheiß drauf, Digga. Dann scheiß drauf. Vielleicht ein anderes Mal, aber ich werde jetzt hier nicht im Stream die Bezahlmethoden durchgehen und die ganze Kacke, Digga. Wir werden es nochmal wiederholen, okay? Versprochen. Das ist Content, den ich nochmal bringe. Aber ich habe mich im ersten Ding ganz gut geschlagen jetzt gerade. Wir werden es hier wiedersehen. Doch, ich sag euch ehrlich, da, hat's, also es hat mir gerade gefallen. Das hat mir Spaß gemacht.